So, nachdem unser chinesischer Staubsauger jetzt die komplette Fläche abgesaugt hat, sie somit staub- und krümelfrei sein sollte, können wir jetzt ja unser Laminat einfach mal feucht durchwischen. So, dann befüllen wir unseren Mob einfach mal. Hier auf der Rückseite ist ja eine kleine Silikonlasche, die könnt ihr einfach anheben. Die kann man auch zur Not abnehmen. Ich mache das jetzt mal, weil ich nur eine Hand frei habe durch die Kamera. Und dann ist ein mitgeliefertes Becherchen. Da seht ihr auch 150 Milliliter maximal. Ihr solltet nicht mehr in den Mob füllen, sonst läuft er euch aus. Aber das reicht auch für eine relativ große Fläche. Schauen wir gleich mal, wie weit. Fülle ich einfach ein. Wenn ein bisschen was daneben geht, macht überhaupt nichts, weil diesen Boden hier will ich ja sowieso gleich wischen. Und dann kann ich auch das übergelaufene Wasser gleich mit dem Mob entfernen quasi. Mache ich einfach die Silikonlippe wieder drauf. Das hinten muss ich ein bisschen fester reindrücken, dass es wieder festhält. So, schon ist das Ganze zu. Und hier habe ich jetzt den ganz normalen Mob sozusagen, das Mopping Pad. Die Seite natürlich ist für den Boden gedacht und auf der anderen Seite hier diese Fläche, da geht dann hier unten vom Mob hier diese Streifen. Das ist so ähnlich wie Klett, aber hält ein bisschen fester als ganz normale Klettstreifen. Die sollen dann hier genau drauf gehen. Das heißt, ihr müsst auch hier auf die richtige Reihenfolge oder Ausrichtung achten. Nicht, dass ihr quasi das so anbringt, also hier quer, sondern eben so. Und am einfachsten, was ich festgestellt habe, ist, wenn ihr das Pad ein kleines bisschen zusammenschiebt, diese zwei Flächen, sage ich mal, dann könnt ihr nämlich direkt den Mob nehmen. Moment, ich schau mal, ob man das schön sieht. Ah ja, da ist ein bisschen das Licht im Weg, aber das macht, glaube ich, nichts. Ihr seht das ganz gut. Und dann setzt ihr einfach den Mob hier genau auf diese Fläche drauf, drückt ganz leicht und schon ist das Ganze fest und es kann losgehen. Jawohl. So, dann schauen wir mal. Also, ich habe hier den Mob. Wenn der Stiel sich im 90-Grad-Winkel nach oben befindet, dann ist der Mob einfach aus. Das heißt, um ihn benutzen zu können, müsst ihr ihn zwangsläufig hier außerhalb dieser 90-Grad-Position quasi bewegen. Danach könnt ihr ihn auch frei in alle möglichen Ecken und Winkel bewegen. Aber sobald ihr wieder in die 90-Grad-Position zurückgeht, merkt ihr auch, dass da so ein Knacken kommt. Dann rastet er auch ein und bleibt auch von alleine stehen. Dann ist er auch aus. Es ist ein bisschen unpraktisch beim Wischen von Treppen. Weil wenn man auf der Treppe steht, dann braucht man meistens diesen 90-Grad-Winkel und dann geht der Mob aus. Also dafür ist es nicht ganz ideal geeignet, aber es eignet sich natürlich super, wenn man gerade mal fertig ist. 90 Grad, zack, hoch, ist er aus und bleibt auch schön stehen. Aber wir wollen jetzt natürlich loslegen und dafür nehmen wir den Mob, bringen ihn außerhalb dieser 90-Grad-Position, dann geht er schon an. Und jetzt haben wir ja hier oben zwei Knöpfe. Der erste Knopf ist der Anschalter, den drücke ich jetzt mal. Dann merkt ihr schon, dass der Mob schon loslegt hier unten mit seinen Vibrationen. Und der obere Knopf ist jetzt für die Wasserdosis. Ihr seht hier vorne die LED-Leiste und jetzt drücke ich mal diesen Knopf. Dann seht ihr schon, dass hier Wasser gespritzt wird, dass ich jetzt mit dem Mob aufnehmen kann. So, ganz am Anfang ist ja das Mopping-Pad erstmal ziemlich trocken. Ich habe es ja komplett trocken quasi an den Mob angebracht. Das heißt, ihr könnt ruhig zwei, drei Mal spritzen und erstmal diese Feuchtigkeit auch an Ort und Stelle aufnehmen, dass ihr einfach mal so eine Grundfeuchtigkeit auf das Mopping-Pad bekommt. So, und jetzt seht ihr auch schon ganz schön, dass hier so ein ganz leichter Feuchteschleier auf dem Laminat bleibt. Und diese Mikrobewegungen, die sorgen jetzt eben dafür, dass der Mob ganz leicht zu schieben ist. Also ich brauche hier ganz, ganz wenig Kraft. Kann den quasi mit einer Hand einfach führen, vor und zurück. Kann auch drehen, seitlich. Ja, und fange jetzt einfach mal an. Hier die Fläche zu moppen. So, jetzt merke ich hier, dass er schon wieder etwas trocken wird. Drücke ich einfach einmal kurz, kriege ein bisschen Wasser, nehme das Wasser gleich wieder mit auf und kann weiter moppen.
So, mit der Fläche funktioniert es noch super gut natürlich. Schauen wir uns einfach mal an in Kanten und in Ecken. Da gehe ich dann einfach quasi mit der langen Seite hier an der Kante vorbei. Hier komme ich natürlich nicht ganz mit rein, wie ihr seht, aber ich kann das Ganze auch noch drehen. Ja, und durch die langen Haare wird eigentlich der meiste Schmutz weggenommen, außer jetzt hier in dieser Kante, da sieht man es ganz schön, durch die Tür. Da komme ich natürlich hier nicht auf den letzten Zentimeter rein, aber die Längskante, an der ich entlang fahren konnte, die ist wirklich sauber. Am Schluss mache ich quasi das Mopping-Pad kurz ab, fahre da nochmal diesen 1 cm mit der Hand gerade ab und gut ist. Ansonsten, wenn ich jetzt hier so eine ganz normale Putzkante habe, quasi an der Fußleiste entlang, fahre ich einfach ganz nah entlang, vor und zurück. Ja, dann die nächste Bahn. Sieht man auch schon ganz schön. Brauche ich wieder ein bisschen Feuchtigkeit. Also ihr kriegt es eigentlich relativ gut ins Gefühl, wann ist er feucht genug, wann müsst ihr wieder ein bisschen Feuchtigkeit zugeben. Auch hier so kleine Brösel, wenn ihr die nicht beim ersten Mal gleich mitnimmt, einfach nochmal schnell drüber fahren. Wirklich eine einfache Sache. So, dann wollte ich euch noch kurz zeigen, wegen der Lautstärke, weil das auch eine häufige Frage ist, wie laut ist denn der Mob? Habe ich hier mal so ein Dezibel-Messgerät mitgebracht. Halten wir mal genau drauf. Also wir sehen, meine Stimme ist schon lauter, wenn ich rede, dann geht es deutlich über 70. Der Mob an sich bleibt eigentlich immer so bei 68, 66, manchmal auch 70 Dezibel. Ja, also er ist wirklich nicht laut. Jeder Staubsauger ist auf jeden Fall lauter. Durch den flexiblen Griff könnt ihr auch relativ einfach unter die Couch beispielsweise. Also ihr seht ganz schön, wenn ich den komplett umlege, dann ist die Stange quasi ganz flach und der Mob relativ flach. Also ich denke mal, klar, wenn ihr nur eine 2-3 cm Fuge unter der Couch habt, kommt ihr damit nicht rein. Aber wie in meinem Fall hier kann ich wunderbar auch unterhalb von der Couch durchmoppen, durchwischen. Wirklich eine feine Sache. Und zum Ausschalten, wenn ich fertig bin, einfach zack, 45 Grad und das war's. So, jetzt bin ich fertig mit dem gesamten Raum. An einigen Stellen ist das Laminat noch ganz leicht feucht, aber man sieht hier wirklich sehr schön, dass der Boden streifenfrei sauber wird. Also er hinterlässt wirklich auch keine Putzstreifen und gar nichts. Ich brauche keine Reinigungsmittel, ich habe jetzt ganz normal mit Leitungswasser gewischt. Wenn ich fertig bin, ziehe ich einfach den Mob ab. Hier, so. Und gebe das Pad dann, ja, wo jetzt hier der Schmutz drin hängt. Gut, der Krümel ist hier gerade rausgefallen. Sollte ich natürlich normalerweise nicht auf meiner gereinigten Fläche machen, sondern im Nebenraum, nachdem ich fertig war. Den kann ich auch sogar einfach zusammenklappen und so jetzt quasi in die Wäsche geben, bei 40 Grad ganz normal mitwaschen und das nächste Mal ist er wieder sauber und ich kann wieder weiter moppen. Eine wirklich feine Sache und ich habe jetzt für diesen Raum hier gerade mal 5 Minuten gebraucht, bin nicht mal geschwitzt, muss zwischendurch nicht ausfringen oder irgendwelche Eimer füllen mit Wasser. Ich finde, es ist wirklich eine tolle Sache, um mal eben und schnell feucht durchwischen zu können.